Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin Core LP 100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen hier bei Sting und Core zu Dragon Age Inquisition. Und zwar der Version mit meiner Wenigkeit. Core bin ich. Schönen guten Tag. Wir haben im letzten Part einen Grey Warden gefunden, der sich schnurstracks uns angeschlossen hat. Damit hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gerechnet. Und was ich noch gerade sehe, womit ich nicht gerechnet habe, ist, dass zwei unserer werten Mitstreiter ein Level-Up haben. Dazu zählt Cassandra. Und Cassandra müssen wir mal ein bisschen den Beschützerinstinkt wecken, damit die sich auch mal ein bisschen anstrengt. Nachdem dein Angriff abgeschlossen ist, kostet dich deine nächste Fähigkeit keine Ausdauer. Das ist eigentlich ein geiler Skill, den sollte ich mir mal so ein bisschen warm halten. Was haben wir denn noch mit der ganzen? Verhöhnst alle nahen Feinde mit einem Schrei der Herausforderung, gewinnst für jeden betroffenen Gegner zusätzlichen Block. Ja, ich glaube, den gebe ich dir einfach mal. Zack. So, wen haben wir denn noch? Sesmodian nicht. Moment. Wer hatte noch? Genau, Varric hatte noch. Und Varric, gucken wir mal, was es in der Verstohlenheit noch so gibt. Du lebst in der Dunkelheit. Der Übergang in die Verstohlenheit geschieht jetzt augenblicklich und entfernt jegliche negativen Effekte, von denen du betroffen bist. Während du verstohlen bist, kannst du dich sogar unbemerkt durch Gegner hindurch bewegen. Da muss ich gar nicht lange nachdenken. Den nehme ich, das können wir dann vielleicht auch mal so verwenden, um irgendwann mal irgendwo zu scouten. Versteht ihr? Einfach mal so durch die Lager und gut ist. So, liebe Freunde, was ich mir für diesen Part überlegt habe, ist folgendes. Ich mache mal meine Questkarte auf. Wir sind ja jetzt nicht das erste Mal hier gewesen. Ihr seht, wir haben mittlerweile reichlich auch neue Quests. Machenschaften der Charta. Die Tür nach Valamar ist verschlossen. Finde einen Valamar-Schlüssel. Ja, wir haben ja hinten hinter diesem Wasserfall eine Tür gefunden. Aber dieses ganze Gebiet hier unten, das ist ja, wie wir mitgekriegt haben, so ein bisschen ja Level 9-10-ish Gebiet. Deswegen will ich mich da jetzt mal gar nicht hinbewegen. Das können wir ja später noch machen. Auch hier haben wir was Neues gekriegt. Das habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ah, ein rotes Tuch. Varric hat in Kirkwall mehr als genug rotes Lyrium gesehen. Jetzt ist es überall und seine schlimmsten Varianten singen. Genau wie die Scherbe, die dein Bruder in den Wahnsinn getrieben hatte. Es wäre für Varric eine persönliche Genugtuung, diese Arten zu vernichten. Suche nach Vorkommen von irrtümlichen roten Lyrium. Diese Aufgabe hier interessiert mich ziemlich, aber ich möchte jetzt erstmal nach Redcliff gehen. Hier haben wir noch so eine Aufgabe für Varric. Alles klar, hier haben wir noch alte Aufgaben und hier ist Schutz der Felder. Gib Bronn Bescheid, dass die Wachtürme errichtet sind. Oh, das machen wir jetzt noch. Okay, also das machen wir jetzt noch. Und was haben wir hier? Auch nochmal rotes Lyrium. Und bevor wir uns aber um dieses rote Lyrium kümmern, werden wir hier, wie gesagt, nach Redcliff gehen. Ein gedämpftes Flüstern. Großverzauberin Fiona, die Rädelsführerin des Magieraufstands, hat den rebellierenden Magiern in Redcliff ein Bündnis angeboten. Reise nach Redcliff, um Kontakt mit den Magiern aufzunehmen. Das werden wir gleich machen. Aber wie gesagt, erstmal geht's hier hin, damit wir da an dem Turm Bescheid sagen können. An dem Turm. Beim Bauern Bescheid sagen können, dass da jetzt Wachtürme stehen. Das ist ja auch nice. Vielleicht sehen wir jetzt auch endlich mal einen stehen. Die ganze Zeit. Ich habe doch beim letzten Mal schon geguckt, aber kann es sein, dass die da einfach noch nicht gebaut waren? Es wäre richtig geil, wenn da jetzt so richtig große Wachtürme stehen würden. Also was heißt groß? 10 Meter hoch oder so. Reicht ja schon. Aber das wäre cool. Das würde die Welt verändern und das gibt uns so richtig das Gefühl, als hätten wir auch tatsächlich was in der Welt, ja, wie es schon heißt, verändert. Ansonsten würde das nämlich ausbleiben. Aber ich glaube mal, wenn wir uns hier jetzt einfach mal ein bisschen umschauen, da oben haben wir doch einen bauen lassen, oder? Wir werden es gleich rausfinden. Wir gehen erst einmal zu Bronn ins Haus, sagen dem Bescheid. Vielleicht sind sie auch erst dann da. Vielleicht hat das auch wieder was mit Phasing zu tun. Wachtürme, Wachtürme. Da hinten haben wir doch einen errichten. Da, ich sehe ihn von hier. Tatsächlich, da steht jetzt ein Wachturm. Ich werde wahnsinnig. Sowas gefällt mir ja wie Schwein. Hallöchen, Bronn. If those refugees are going to defend themselves, they'll need real defenses. I've got a few ideas. Ja, deine Ideen interessieren mich nicht. Ich habe Wachtürme für dich gebaut, du Arschloch. I've built watchtowers in the areas you recommended. Nicely done. That'll give both your refugees and our farmers some warning next time trouble pays a visit. I'll speak to the master and have weapons sent to your people at the crossroads. Nice. Vielen Dank. Quest abgeschlossen. Macht plus 1 und die Leute an der Wegkreuzung kriegen Waffen. Das ist nice. Okay. Neben uns ist wieder diese verschlossene Tür, die wir nur mit diesem Lockpicking-Skill der kompletten Gilde lösen können. Okay. Hier ist unser Messias hier in diesem Bereich. Der Drache. Der eine Drache. Oh, und da können wir dieses Rotelirium-Quest gar nicht
gefundene irrtümliche Rotlyrium-Vorkommen. Hier können wir gar nicht ran, weil wir an diesem Drachen nicht vorbeikommen. Der wird uns so dermaßen zerpflücken, ihr habt es alle gesehen. Ja, am besten wäre es quasi, wenn ich hier anfange, oder? Huch, hier, zack. Alles klar, also wir lassen den Rest erstmal liegen. Auch diese Tür, die mit diesem Wahamar Schlüssel verschlossen ist, würde mich ja brennend interessieren. Ich kann euch gar nicht sagen, wie brennend. Aber, nun gut, da kommen wir halt noch nicht ran. Ne? Aber gut, ich schätze mal, es kommen sehr spannende Ereignisse auf uns zu in Redcliffe. Bevor wir aber da hingehen, würde ich erstmal sagen, müssen wir mal wieder gucken, ob wir irgendwas in unseren Verkaufsding schmeißen können. Räuber, Großschwert der Avar. Ne, darauf warte ich ja noch, dass ich das benutzen kann. Da muss ich jetzt Level 9 werden, das lassen wir so lang. Das Templerschild ist halt auch noch nicht. Den Bienenhänder haben wir ausgerüstet. Haben wir an Rüstungen noch was weg kann? Verstärkte Verteidigerrüstung. Ja, die werden wir jetzt mal schmeißen. Huch, schmeißen. Todeswurzel-Vitar. Ist das wirklich? Ja, tatsächlich. Alle Vitare kann ich wegmachen. Zumindest bis ich Iron Bull kennengelernt habe. Iron Bull, der hat sich ja uns auch schon angeboten. Dieser Leader von dieser Rebellengruppe, die so kampfkräftig sind, ist ein Kunari. Der wird sich uns auch noch anschließen. Okay, das haben wir auch. Accessoires, Wertgegenstände und solche Sachen lasse ich natürlich mal wieder stehen. Jetzt verkaufen wir das hier schnell bei dem Slashek. Wow, hat der sich schnell hingesetzt. So, und jetzt verkaufen wir den Schissel. Zack. Und haben, genau, wie viel Inventar haben wir jetzt eigentlich? 75. Okay, 15 Inventarpunkte haben wir durch diesen Inquisitionsbonus draufgekriegt. Kann ich mit leben. Okay, dann würde ich doch sagen, sorry für dieses ganze Menügehüpfe. Speichere ich nochmal und jetzt, liebe Freunde, geht es auf nach Redcliffe. Und wisst ihr, was ich noch mache? Damit das richtig schnell geht, nehme ich jetzt ausnahmsweise mal mein Pferd. Komm her, Pferd. Wow, du bist ein krasses Pferd. So, Begleiter verschwinden zwar, aber was soll's. Und dann geht's los hier. Wie der Wind. Auf nach Redcliffe, Pferd. Reite. Reite, so schnell dich der Wind trägt. Und gleichzeitig so schnell es die Schwerkraft zulässt. Und die Kraft in deinen Beinen. Beziehungsweise in deinen Muskeln. Beziehungsweise... Eigentlich könnte ich dich auch braten und Pferdewurst aus dir machen. Oh, ich glaube, da spielt Peter nicht mit. Sorry. Machen wir selbstverständlich doch nicht. Kann man springen? Yay, man kann springen auf dem Pferd. Komm schon, Pferd. Nicht gleich die Puste verlieren hier. Du kannst noch einiges. Es gibt übrigens eine ganze Latte an Mounts. Also tatsächlich auch so viele und so spezielle und so exotische, dass man die regelrecht sammeln kann in diesem Spiel. Auch da zeigt sich wieder der krasse Umfang von diesem Game. Ich liebe dieses Spiel einfach. Ihr müsst euch mal überlegen, 12 Stunden. 12 Stunden im Vergleich dazu, The Evil Within, ja, waren wir schon durch jetzt fast. The Evil Within, geiles Spiel, aber da sieht man einfach mal die Unterschiede, die groben Unterschiede im Spieldesign, in Spielarten und so weiter. Habe ich das nicht schon aufgemacht hier? Nein, habe ich noch nicht. Watch out, Traveler. The Veil's rips open and Maker knows what could come out. Was? Was? Sag nochmal was Genaueres. Achso, die redet nicht mit mir. Wo hat... Tatsächlich, direkt vor Redcliffe ist ein Rift aufgegangen. Okay, da speichern wir nochmal. Dann wird's jetzt spannend. Da müssen wir jetzt zeigen, was wir hier machen können. Na komm her, du Schwein. Nein! Okay, Leute, ich brauche ein bisschen eure Hilfe, dass ich hier den Rift zumachen kann. Nein! Komm schon! Bam! Okay. Dann sollen mal die nächsten kommen, wir sind bereit. Wunderbar, weg! Und dann nehmen wir uns das Ding gleich nochmal vor. Was? Ich will den doch nicht looten. Ich will den Riss benutzen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kippen! Okay, kann man schon zumachen? Nee, immer noch nicht. Er zickt noch. Oh, oh, oh. Na komm schon. Ferelden Stink. Oh, die Frau hat was gegen... What was that? We don't know what these rifts can do. That one appeared to alter the time around it.
Was? Habe ich jetzt irgendwas nicht mitgekriegt? Vielleicht weiß Fiona ja mehr. Scheiße, ich habe zu langsam reagiert. Ich hätte jetzt echt was dazu sagen können. Das ist natürlich schade. Okay, wir können aber auf jeden Fall rein nach Redcliffe. Wir haben gerade die Stadt vor einem Riss gerettet. Habe ich da was nicht mitgekriegt? Hat der Riss irgendwas Spezielles gemacht? Das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Vielleicht war das jetzt auch ein bisschen fremd für uns, weil wir ja schon so viele Risse zugemacht haben, es vom Spiel aber eigentlich noch nicht vorgesehen war. Vielleicht hätte das jetzt alles so ein bisschen... Oh, was war das denn sein müssen? Keine Ahnung. So, glaubt er jetzt, dass wir der Inquisitor sind, oder was? Naja. We spread word the Inquisition was coming. But you should know that no one here was expecting us. No one? Not even Grand Enchanter Fiona? If she was, she hasn't told anyone. We've arranged use of the tavern for the negotiations. Agents of the Inquisition, my apologies. Magister Alexius is in charge now, but hasn't yet arrived. He's expected shortly. You can speak with the former Grand Enchanter in the meantime. Das ist ja kurios. Da lädt sie uns ein, um mit ihr zu sprechen, und schon ist wer anders an der Macht? Is it just me or is something weird going on here? We should talk to the Grand Enchanter. Ja, und zwar sofort. Was macht ihr hier? Die Kirche babbelt schon wieder die Leute voll. Na, dann hört ihr mal zu, solange ihr noch keinen besseren Glauben habt, für den ihr leben könnt. Boah, das ist ja auch alles ganz schön kaputt, ne? Ist nicht mehr ganz so in seinem Glanz. Ufra-nö! Alles klar. Nehme ich. Ist ja kein Problem. Kann man hier rein? Nee, nicht. Kann man nicht rein. Ja, das ist ja gar nicht so ein imposantes Dorf hier, Redcliffe, ne? Oh, eine Höhle. Nee, keine Höhle, eine Ruine. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will... Wer bist du denn? Ach, hier stehen auch halt so einfach so Magier und irgendwelche Bürger rum. Hallöchen. Ich bin neu hier. Kann mir irgendjemand sagen, wo es hier lang geht? Kann mir einfach mal jemand zeigen, wo die Hake hängt. Oh, beansprochen. Look at that old thing. I'm surprised it's still standing. Ja. Die Windmühle von Redcliffe. Diese Ruinen kennzeichnen den Ort, an dem einst eine Windmühle oberhalb des Dorfes Redcliffe stand. Sie wurde in den letzten Tagen der Verderbnis bei einem Angriff der dunklen Brut auf die Gegend zerstört und nie wieder aufgebaut. Ja gut. Ich glaube, so eine Mühle ist dann auch nicht das... Ah, guck mal, da ist eine Kiste und an die kommen wir nur von da oben. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist hier die Frage. Und sein oder nicht sein? Das ist selbstverständlich auch die Frage. Hier kommen wir doch sicher. Hier ist doch sicher irgendwo... Und wiederum von da oben. Tja, wie kommen wir denn da rauf? Das ist ja mal interessant. Das interessiert mich jetzt. Ich war jetzt schon wieder kurz davor, R2 zu drücken. Schön, wie die Wasserfälle da runterkommen und so. Oh, Kinder, dieses Spiel ist so wonderful. Ah, okay. Ich habe eine blasse Ahnung, wo es lang gehen könnte. Hauptsache, hier ist jetzt irgendwo ein Eingang. Selbstverständlich nicht. Die machen immer noch ihr Hallo. Und hier oben wird auch noch was erzählt. Predigst du irgendwas? Ne, du stehst bloß da und die anderen knien vor dir, damit sie vor was knien können. Alles klar. Okay, ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir irgendwann den Weg da hochfinden, weil diese Kiste interessiert mich ja schon so ein bisschen. Vielleicht müssen wir auch von ganz außerhalb der City da hoch. Obwohl, wartet mal, was ist denn das da oben? Was ist denn das da oben? Kann man sich da dran festhalten? Nee, kann man nicht. Gut, versteht was? Verschwenden wir nicht unsere Zeit mit Suchen nach irgendwelchen Vorsprüngen. Machen wir mal, dass wir hier was in Bewegung setzen. Hier sind schließlich Leute, die mit uns sprechen wollen und für die wir hergekommen sind. Ah, ich sehe gerade, wir sind noch nicht so richtig in Redcliffe angekommen. Das hier ist bloß der Vorort. Wir werden, glaube ich, gleich ein bisschen mehr Zivilisation entdecken können. Ah, guck mal, hier ist schon ein bisschen mehr los. Da ist sogar ein Wasserrad, was sich dreht. Ja, und das maximale Kantenglättung und Ultra-Details fordert hier sogar ein bisschen sein Tribut. Tja, vielleicht hast du reingepinkelt und dann durch die Kälte nachts und so. Regionen in den Hinterlanden, 23 von 29 entdeckt. Genau, let's look around. Und liebe Freunde, einfach weil wir mal in Redcliffe sind und das so ein Meilenstein ist, würde ich doch sagen, lesen wir mal vor, was Redcliffe so ist.
Sturmküste, die Hinterlande, verbotene Oase, Lorne als Exil, Haven, Fort Connor, Nevada, Redcliffe. König Cullenhard Tyrene sprach einst folgende berühmte Worte. Das Schicksal von Redcliffe ist das Schicksal von ganz Ferelden. Das Schloss ist mit Sicherheit der erste und letzte Verteidigungsposten auf dem einzigen Landweg nach Ferelden, und das Land fiel noch nie jemandem in die Hände, der nicht zuerst Redcliffe erobert hatte. Doch obwohl genau dies bereits dreimal geschehen ist, gilt das Schloss als eine der größten und wohlhabendsten Ortschaften Fereldens, überragt, im Volksmund als uneinnehmbar. Das Dorf Redcliffe liegt in der Nähe des Bergpasses nach Orsamar und der Grenze von Orlais und ist daher ein Zentrum des Außenhandels. Aus diesem Grund ist Redcliffe auch ein Aaltum, obgleich es dafür eigentlich zu klein ist. Die Bewohner von Redcliffe sind hauptsächlich Fischer und Händler, die Waren der Zwerge über den Pass von Orlais nach Denerim transportieren. Und wenn an so manchem Morgen in Spätherbst das ganze Dorf nach geräuchertem Fisch riecht, geben sich die Händler in ihrer noblen Kleidung alle Mühe, so zu tun, als wäre dem nicht so. Auf der Suche nach dem Wissen, die Reisen eines Scholaren der Kirche von Bruder Genetivi. Redcliffe hatte unter den Ereignissen des Fereldischen Bürgerkrieges schwer zu leiden. Der anschließende Wiederaufbau der Stadt ging zwar nur langsam voran, und doch hat sie sich unter der Leitung des jungen Lord Connor Guerin auf bemerkenswerte Weise von ihrem Schicksal erholt. Nach der Schlacht von Denerim übergab Arl Aemon das Aaltum an seinen jüngeren Bruder, um sich gänzlich seiner neuen Aufgabe als Berater des Throns zu widmen. Er hinterließ Teagan als neuen Arl die gewaltige Aufgabe, die Ortschaft wieder aufzubauen, und stellte ihn im Anschluss an den Zusammenbruch der Zirkel vor die vielleicht noch größere Herausforderung, den Zustrom von Magiern in dieses Gebiet zu bewältigen. Okay, also ein Dorf mit Kriegsgeschichte. Okay, die reden ja alle irgendwie über Träume. Merkt ihr das? Anscheinend gibt es hier irgendwie Probleme mit bösen Träumen. Okay, die wollen nicht so richtig reden. Was haben wir hier? Das Ruderhaus. Und was soll das sein? Gehen wir mal rein, ne? Oh, seht ihr, hier brauchen wir wieder diesen super gilden Schlossbrecher-Skill. Alles klar, merken wir uns. Was haben wir hier noch alles? Wahnsinn, die Frames sind gerade unter 30. Ich sag's euch, wie es ist. Hallelüchen. Achtfach MSAA lässt grüßen, hä? Aber gut, es ist noch spielbar, kein Problem. Dun. Das komplette Land riecht nach nassem Hund. War das das, was sie gerade gesagt hat? Die ist ja witzig. Die ist ein bisschen, keine Ahnung, die macht da doch eigentlich einen recht guten Eindruck. Oh, Geschichtenerzähler? Wir können einfach gehen. Super. Erzähl mir doch mal was über Redcliffe. Vielleicht auch über diese Statuen. Tell me about your people. They say a spirit dwells in a small lake south of the highway. The girls of the village bring it daisies and ask for love. But rarely does it listen. For 'tis a spirit of valor, not love. And it favors blood lotus flowers. Bring einen Blutlotus zum See. Davon haben wir Gott sei Dank genug. Das können wir ja dann irgendwann mal machen. Dann habe ich jetzt aber gerade hier gesehen, hier oben ist noch irgendwo einer. Wo ist denn der Aufgang zu dem? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Thank you. Ja, gern geschehen. Weiß nicht, für was auch immer. Wow, hier gibt es so viele Sachen, so viele Points of Interest. Something like what? Okay, gehen wir mal hier hin, nehmen das Ding ein. Boom! Sehenswürdigkeiten. Entdeckte Sehenswürdigkeiten. Der Held von Ferelden. Okay, ein Held von Ferelden. Ah, seht ihr, die haben schon, hat sich schon umgesprochen, dass wir einen Haufen Templer vernichtet haben hier in den Hinterlands. Das finde ich jetzt auf jeden Fall sehr geil. Warte mal, war ja nicht gerade noch ein Fragezeichen und jetzt ist es plötzlich wieder eine verschlossene Tür. Moment mal. Hier muss man doch irgendwas sehen können.
Hallo? Okay, hier brauchen wir es auch wieder. Geschickte Hände, gute Werkzeuge. Es wird Zeit, dass wir diesen komischen Skill lernen. Mein nächster Inquisitionsboni muss irgendwie da reingehen. Mein nächster Inquisitionsboni. Das war so dermaßen falsch, dass es mir jetzt wirklich peinlich ist. Hallo? Heilerin in den Hinterland. Hallo, Heilerin! Ja, könnt ihr den Flüchtlingen helfen? There are refugees at the crossroads who would benefit from a healer. Of course they would. These attacks by the Templars have endangered countless innocent lives. But if I go to the crossroads to help, I might end up in danger myself. I doubt those refugees would risk their lives for a knife here. Why should I risk mine for them? Hm. Oh, seht ihr, jetzt habe ich hier was Besonderes. Sie werden eure Hilfe schätzen. Diplomatisch. Oder wir können Cassandra sprechen lassen. Ach komm, wir lassen mal Cassandra sprechen. The Inquisition honors the efforts of all who are willing to help in these dark times. Help the refugees and we will ensure that you are protected and respected. All right. If the Inquisition soldiers are there, I might be safer regardless. I'll see you at the crossroads soon. Just give me a moment to gather my things. Wunderbar. So will ich das sehen. Schön Willigkeit zeigen. Wenn es darum geht, dass die Inquisition was von dir will, dann hilft dir die Inquisition auch, wenn du es brauchst. So, was haben wir denn in Redcliffe hier noch alles? Jetzt ist quasi wie so eine eigene kleine Karte hier drin aufgegangen. Ne? Verdammt, näher ranzoomen können wir nicht. So, was haben wir denn hier? Nehmen wir uns mal noch die Questmarkierung, die hier hinten war. Das war ein Dings, was nicht aufging. Ist das da oben? Ja, ich glaube, das ist... Nee, das scheint unten zu sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Was haben wir denn hier noch? Hallo, hallo. Ich sitze gerne auf dem Klo. Nee, Quatsch, war ein Spaß. Ist hier irgendwas? Oh, lesen. Die Kultur Ferelden's. Die Feraldaner sind ein Rätsel. Als Volk stehen sie kurz davor, in die dunkle Zeit der Barbarei zurückzufallen. Sie haben während der Blütezeit des Reichs Invasionen aus Tevinter allein mit Hunden und ihrem Nachgerede legendären Starrsinn abgewehrt. Sie sind das ungehobelte, eigenwillige, dreckige, unorganisierte Volk, das auf der wundersame Weise unseren Propheten hervorbrachte, ein Zeitalter der Erleuchtung begründet und das mächtigste Reich aller Zeiten zu Fall brachte. Im Umgang mit diesen Leuten gibt es nur wenige Dinge, derer ihr euch sicher sein könnt. Erstens, Loyalität ist ihnen wichtiger als Reichtum, Macht oder Vernunft. Zweitens, obwohl es in ihrem Land nichts gibt, was man als bemerkenswert bezeichnen könnte, sind sie außerordentlich stolz auf ihre Errungenschaften. Drittens, beleidigt ihr einen ihrer Hunde, erklären sie euch den Krieg. Und viertens, ihr könnt euch sicher sein, dass ihr die Feraldaner unterschätzt, wenn ihr denkt, dass ihr sie versteht. Okay. Ja, wie gesagt, Ferelden, ja, dieser große Haupt-Story-Ding von Dragon Age Origins, das spielte alles in Ferelden. Oh, ein neuer Händler. Wunderbar. Hallöchen. Was haben wir denn so zu verkaufen, junge Frau? Langbogen. Zwergischer Felsbrecher. Aha. Templerschild, Bienenhänder, den haben wir schon. Handhammer. Okay, das ist jetzt alles nicht so geil. Was haben wir denn so an Rüstung? Nischt. Nischt an Rüstung? Du bist mir ja lustig. Okay, ich meine, ich hätte mir jetzt auch mal die anderen Kategorien angucken können. Vielleicht hat die ja tatsächlich irgendwas Interessantes zu bieten auch. Was ich auf jeden Fall mal kaufen sollte irgendwann. Aber dann lassen wir das jetzt erstmal. Ich will jetzt erstmal zu diesem Ausrufezeichen und dann müssen wir langsam mal gucken, dass wir auch zu unserer Kontaktperson kommen. Nämlich unsere Großmagierin. Hallöchen. Witwer. Oh, du hast jemanden verloren, deine Frau. Ah, Senna, mein Darling. For the first time in all these years, I fear I will not be visiting your ashes. But what world is this? That demons and brigands stop a man from taking flowers to his wife's shrine. Ich könnte es für euch tun. What if I took flowers to your wife's shrine for you? I do not know what to say, except thank you. I never expected anyone not of the blood to care. My Senna would be grateful. Her shrine lies on a hill to the west, near the table stones. Thank you. Kein Problem, Meister. Stay safe. Walk in peace. Ich hoffe aber, du hast relativ frische Blumen. Weil ich muss das leider noch aufschieben. I am impressed with how well organized the Inquisition was in the aftermath of the conclave. It was chaos.
I would hardly call it organized. Perspective, darling. The Chantry hasn't even found the right vestments for issuing a statement on the Divine's death. Being more flexible than the Chantry is not a difficult goal. Take your victories where you can, dear. Stimmt, sie hätte den Lob auch einfach, das Lob auch einfach mal annehmen können. Anstatt zu biestern, aber war doch ganz cool, dass jetzt unsere gute neue Magierfreundin auch mal... Okay, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich muss gucken, wie sie heißt. Vivienne, dass Vivienne sie so gelobt hat. Das macht doch eigentlich einen nicen Eindruck. Aber gut, Cassandra, wie gesagt, ist ja nach außen eh so ein bisschen ein schwieriger Mensch. Da kann man das schon mal so durchgehen lassen. Okay, was haben wir hier unten jetzt noch? Noch ein Händler, wunderbar. Hier scheint aber zu weit nichts mehr zu sein, außer insgesamt der Hafen. Können wir das hier aufmachen? Okay, nicht, dass die uns jetzt anschreiben, aber das machen. Die Inquisition darf alles. Wir machen hier nichts. Gucken Sie weg. Drehen Sie sich, wenden Sie sich ab. Gucken Sie meine leuchtende Rüstung an. Ah, ist das nicht schön. Ja, ihr wisst schon. Okay, was haben wir denn hier? Hi, Varric. Schön, dass du schon vorläufst. Lesen. Plündern. Yay. Oh, das ist ein großes Buch hier. The Venatori created the Oculara to search for something. Something like those strange shards. Hier werden die Okulare gemacht. Hört ihr das auch flüstern? Steht jetzt wahrscheinlich was über die Okulare drin. Nee, Every ocularum is made from the skull of a tranquil. I had hoped they were safe with the rebel mages. Okay, das will ich mir jetzt schon irgendwie Charaktere, Werkstoffe, Kreaturen, Magie, Orte, Legenden, Tutorials. Scheiße, unter welchem Unterpunkt sind jetzt Okulare? Rotes Okularien. Diese makabren Artefakte bestehen aus einem Schädel, der auf einen Stab angebracht wurde. Sie bewirken, dass magische Scherben in der Umgebung aufleuchten und benutzen Augenscherben. Okay. Alexius' Anweisungen waren ziemlich deutlich. Wir müssen die Lande nach weiteren Scherben durchsuchen. Ohne sie können die Venatori den Schatz, nach dem unser Meister sucht, nicht bergen. Und deshalb brauchen wir die Okularien. Ohne sie ist es nahezu unmöglich, die Scherben zu finden, selbst wenn die Magie, die sie jahrhundertelang verbarg, nicht länger wirksam ist. Da muss in der Gegend noch mehr Besänftigte geben. Die Aufständischen haben die meisten von ihnen zurückgelassen, als sie aus ihren Zirkeln flohen. Und vergesst nicht, dass sich der Besänftigte in unmittelbarer Nähe einer der Scherben befinden muss, wenn der Dämon gezwungen wird, von ihm Besitz zu ergreifen. Nur dann stimmt sich der Schädel richtig ein. Ebenso wichtig ist, dass der Tod anschließend unverzüglich eintritt. Wenn der Besänftigte auch nur wenige Minuten später getötet wird, ist das aus ihm hergestellte Okularum nicht in der Lage, die Scherben zu erleuchten. Ich vertraue darauf, dass ihr eure Bemühungen weiter fortsetzt. Unser Meister erwartet einen Erfolg. Warte mal, sind hier Menschen oder tote Menschen oder Seelen im Spiel? Figured they'd fled with the rebel mages. Poor bastard. Scheiße. I had wondered where they had gone. I should have looked harder. Diese Okulare sind also quasi tote Menschen. Das ist natürlich große Scheiße. Okay, den Hafen hier lassen wir mal liegen, auch wenn er ganz cool ist. Da hinten ist auch noch was. Windmühle oder sowas. Was steht denn hier? Spindelkraut. Wow, wächst auf Asphalt. Okay, alles klar. Jetzt gehen wir mal hoch. Gucken wir noch mal, ob die Dame schon empfangsbereit für uns ist. Ach, das ist hier alles so schön. Guckt ihr das an? Oh, man weiß gar nicht, wo man zuerst hingehen soll. Okay, wir versuchen es nochmal. La, 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 la. Ja, der Bauer sei auch mit euch. So, hier drin, ne? Zur lachenden Möwe. Na, ob wir hier drin was zu lachen haben?